Gespannt blickte Dominik Schaak auf ein Video seines neuen Boliden, den V10 Audi R8 LMS GT4. Zur Saisoneröffnung am 14. Juli lud der Magdeburger Rennfahrer Freunde und Sponsoren in die Strandbar ein. Er gab Informationen zur neuen Saison in der ADAC GT4 Germany und blickte auf das erste Testwochenende Anfang Juli in Oschersleben zurück. Der Test war natürlich im strömenden Regen, war interessant zu sehen, auch wie das Auto mal im Regen ist. Für mich sehr, sehr wichtig auch zu sehen, wenn jetzt bei uns in Oschersleben oder generell beim Rennen Regen eintritt, was wir das auch mal zu wissen, wie das Auto reagiert. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Wir konnten viele Daten sammeln, viele Testkilometer abspulen. Ich konnte mich auch mit Hugo, mit meinem Teamkollegen ein bisschen einspielen. Wir haben auch gemerkt, es passt auch abseits der Rennstrecke, ist auch ein super talentierter junger Fahrer. Das erste Rennwochenende bestreitet der 29-Jährige vom 14. bis 16. August auf dem Nürburgring. Die Erwartungen von Dominik und seinem Team T3 Motorsport sind zunächst zurückhaltend. Natürlich möchte ich viel lernen, ich möchte mit dem Team zusammenwachsen. Wir wollen von Rennen zu Rennen gucken, auf gute Einzelresultate fahren und dann schauen, wo wir am Ende stehen. Das ist jetzt absolut noch nicht zu sagen, was uns genau erwartet oder ob wir am Ende vorne sind oder hinten. Wie gesagt, wir haben da noch keine Referenz zu anderen Teams und wir sind einfach optimistisch und freuen uns auf die Saison und dann werden wir das schon sehen, was geht. Wir drücken Dominik die Daumen für die neue Saison. Verfolgen könnt ihr die Rennen live auf Sport 1.